Hallo Freunde, heute befinde ich mich nicht in der Natur. Noch nicht. Das geht erst übermorgen los. Aber heute bin ich in der Werkstatt. Und um was geht's? Ich werde aufräumen. Aber so richtig aufräumen. Es geht um meine Ausrüstung. Ich bin jetzt gerade schon, ich weiß nicht wie oft hin und her gelaufen, bis ich überhaupt mal alles zusammengebracht habe. Und jetzt werde ich das einzeln schön verpacken, aufgeräumt, alles in Kartonagen sortiert. Und da möchte ich euch dazu einladen. Helft mit, mir aufzuräumen. So, dann lasst uns mal anfangen. Ich habe hier so Zettel ausgedruckt für die verschiedenen Kategorien. So, fangen wir einfach mit dem Kochgeschirr an. Ich habe das jetzt hier aufgeklebt. So, schauen wir mal, was wir hier alles haben. Das Alu, dann hier Topf, ein paar Tassen noch. Werde ich gleich alle noch spülen. So, das auch noch. Hier noch das Deckelchen. Da fehlt mir noch eine. Und das hier ist eigentlich mehr eine Feuerschale halt. Gehört das hier dazu? Ja, schon. Und hier noch die Trinkflasche. Alles mal rein damit. Jetzt vorerst mal. So, dann meine Kocher. Natürlich ein arg großer Karton dafür, aber wer weiß schon, was hier noch hinzukommt im Laufe der Zeit. Ja, diesen Wachskarton-Kocher habe ich mal geschenkt bekommen vom Rainer, natürlich selbst gemacht. Dann hier von Edeka so eine Brennpaste. Hier so zwei selbstgemachte Hobokocher. Könnt ihr natürlich jetzt einfach entsorgen, aber naja, das behalte ich mal auf. Das war so in den Anfängen halt. Dann hier noch ein kleiner Kocher mit Brennpaste. Das ist natürlich sehr geschickt, so eine Tube da. Campingkocher, Gaskocher und entsprechend Kartusche dazu als Ersatz. So, hier mal alles rein. Zuerst mal die ISO-Sachen, wobei ich glaube, dass das hier auch nicht wirklich reinpassen wird. Notfalls dann ein größerer Karton später. Hier habe ich ja die neueste, die ich gekauft habe. Die kann man gut falten von Tamarest. Dann das Ding hier ist natürlich mehr ja, für Yoga und solche Geschichten gedacht. Aber die ist halt sehr, sehr stabil. Ist klar, die sind natürlich jetzt zu lange für den Karton. Und da werde ich später nochmal umpacken. Meine Waldläuferstöcke, die hat man halt hier oder da einfach mal im Auto lassen. Stehen würde ich, denke ich mal, behalten. Da werde ich mir was zurechtschnitzen. Und den natürlich ja so und so. Das ist ja mein wichtigster, weil ich da ja schon einiges geschnitzt habe. Ja, da werde ich auch mal demnächst weitermachen. Da so eine Alu, noch ein bisschen Geschirr, so eine Pfanne. Das Teil hier, das ist eigentlich ganz gut. Das kann man so umdrehen und unten Feuer machen. Und dann Werkzeug und Messer. Ein Klappspaten, den habe ich einfach in der Tüte drin wegen dem Dreck. Könnte man natürlich jetzt einfach sauber machen. Das Beil kommt aber gleich wieder in den Rucksack rein. Leider habe ich hier diesen Schutz verloren. Noch so ein Hobokocher, den hat mir mein Vater mal gebaut. Also Kategorie Kocher mit Paracord, ein bisschen festbinden. Ich fahre hier ein paar Mal durch. Kategorie Decken brauche ich jetzt nicht machen. So viel habe ich ja nicht. Also würde ich mal sagen, passt zu ISO. Kohlevergaser, natürlich klarer Fall, Kocher. Und dann habe ich vor, hier auch mal anzufangen mit den Büchern, die ich aus dem Bereich habe. Große Trapperhandbuch. Dann hier natürlich vom Felix, Taschenmesser. Dann hier noch so eine Zeitschrift, die ich mal zugeschickt bekommen habe. Und nochmal Felix mit seinem Camp, wo ich ja nachgebaut habe als Modell. Dann Abenteuer unter freiem Himmel, ein Pfadfinderbuch, Survival Guide. Naja, und die anderen werde ich dann Schritt für Schritt noch reintun. Ich hier noch zwei Hängematten, zwei gleiche. Die taugen nicht besonders viel, also zum Schlafen weniger. Höchstens mal so zum Sitzen, ist ganz angenehm. Ja, weil sie halt recht leicht sind. Aber Nachteil ist halt natürlich die lange Stange wiederum. Relativ schwer zum Transportieren. Ja, auch zwei so Klappstühle, einmal den blauen hier und einmal den hier. Sowas nehme ich natürlich nur mit, wenn ich ein festes Lager aufbaue und wirklich mindestens ein oder mehrere Tage dann dort verbleibe. Natürlich hat es jetzt auch nicht hier in dem Karton Platz, aber ist egal, Hauptsache ich habe es mal sortiert und dann kann ich später immer noch gucken. So, dann Tarp planen, hier das Tarp, das hat sich schon vielfach bewährt. Und hier so eine Baumarktplane, die nehme ich sehr gerne her, um das Ganze runterzulegen. Gerade wenn man direkt auf dem Boden schläft. Bogensäge natürlich nur, wenn ich
vorhabe, was Größeres zu bauen. Ja, dann noch ein paar weitere Werkzeuge, Messer, Taschenmesser, Indianermesser, Säge, nochmal eine Säge. Eine habe ich ja mal verloren. Dann hier noch ein alteres Beil. Dann noch so eine billige Isomatte, nehme ich aber ganz selten. Naja, die habe ich natürlich meistens zu Hause eher. Aber so die eine oder andere Jacke habe ich auch hier gelagert. Das ist von Miltec jetzt. Das ist eigentlich sehr geschickt. Viele Taschen. Ja, so ein kleines Jäckli noch. So eine Anglerjacke da. Das machen wir ganz gut, wenn es draußen noch nicht kalt ist. Und man hat auch wieder hier viele Taschen natürlich. Einen Rucksack, da habe ich jetzt hier nicht alle gelagert. Habe ich natürlich den einen oder anderen zu Hause. Das ist mein Rucksack für größere Touren. Dann den habe ich ja fast immer dabei. Gerade gut für kleinere Touren. Ist natürlich schon ein bisschen beansprucht, aber der hat ja schon einige Touren auf dem Buckel. Schon gute Qualität. Noch einen Schlafsack, da habe ich zwei davon. Die sind schon uralt. Die sind mir halt inzwischen einfach ein bisschen zu eng, möchte ich mal sagen. Der ist noch nicht so alt. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr gekauft. Meine, der ist auch noch recht jung. Da habe ich ja noch ein paar Karabiner dran. Hier wohl auch einen größeren Karton dann später besorgen müssen. Noch eine etwas größere Tasse. Da habe ich ja letztes Mal von Dominik diesen super tollen Deckel geschenkt bekommen. Kommt gleich wieder in den Rucksack, der wird mitgenommen. Hier so Erste-Hilfe-Sets. Das wird direkt wieder in den Rucksack mitgenommen. Mal das Feld unter Sonstiges. Mora-Messer, Taschenmesser kommt auch direkt in den Rucksack. Natürlich einer meiner Schuhe, bin ich extrem zufrieden damit. Das ein oder andere Essgeschirr halt. Stirnlampen geht noch. Genau. Ganz neu. Dann hier nochmal, kommt auch direkt in den Rucksack jetzt. Da muss ich auch aufpassen wegen der Batterie. Habe jetzt schon gut gebraucht in letzter Zeit. Tue ich mal vorerst unter Sonstiges. Man muss ja nichts übertreiben hier mit der Sortiererei. Mal so ein Indianermesser. Zerplast nämlich auch immer ganz gerne mit. Kommt natürlich zum Notset dazu. Mein Hut natürlich. Nochmal ein Messer. Die derzeitige Lieblingstasche. Ist einfach genial. Kann man tragen, umhängen. Klasse. Habe ich hier noch so ein altes Fototäschle. Das nehme ich nicht mit auf Tour, aber das tue ich einfach ins Auto. Die ganzen Mikros und so weiter, Akku etc. Einfach, damit es halt immer gut aufgeräumt ist. Dann der Notkocher 71, der gehört auch gleich in den Rucksack. Kategorie Kleidung. Die nehme ich gleich, das ist nämlich die teurere Variante, auch gleich wieder in den Rucksack bei dem Wetter jetzt gerade. Dreiecktuch, natürlich Rucksack. Ja, dann habe ich hier noch so ein gekauftes schwedisches Feuer. Wohin damit? Keine Ahnung. Einfach mal mitnehmen und verbrennen. Eine Isomatte, die nehme ich eigentlich meistens mit für kleine Touren. Und schon würde ich jetzt mal sagen, tue ich bei Tarp dazu, bei Planen. Und schon wieder noch ein Messer. Eine gute Hängematte, Moskitonetz. Ja, würde ich mal sagen, Tarp, Planen. Nochmal Brennpaste. Geschirr, auch eine größere Tasse, aber mit Henkel eben. Und da hatte ich ja vorhin den Deckel auch als Feuerschüssel gut zu gebrauchen. Kleidung, ganz kleiner Rucksack, so für ganz, ganz kleine Touren. Regenjäckle hätte natürlich den Vorteil durch die Farbe, weil es rot ist, dass man gut gesehen wird. Natürlich die wunderschönen Taschen, die ich mal geschenkt bekommen habe. Auch hier das mit Aufschrift Manfred der Waldläufer. Da mache ich, glaube ich, eine eigene Kategorie, einfach so Highlights. Oder sagen wir einfach Taschen und Besonderes. Den Karton nenne ich jetzt einfach mal Schnur, Gürtel und solche Sachen. Hier zum Beispiel so ein alter Gummigürtel, Seil oder eben auch sowas, Karabiner, solche Sachen. Lampen, Pass, ja, und das Sonstiges. Hier noch ein Wettstein. So, dann noch so die Würze. Topfreiniger, Öl und so weiter. Das tue ich jetzt vorerst alles mal unter Kochgeschirr rein. Sprich, da weiß ich ja, da geht es ums Kochen. Schuhwachs, Sonnencreme, Sonstiges.
Funkmikro. Hier habe ich sogar noch so eine Warnweste. Ich glaube, die tue ich eher ins Auto. Für frostige Temperaturen eine gute Mütze. Wieder eine Tasse. Das Messer habe ich mal gefunden. Müsste man allerdings schleifen. Taschenmesser und natürlich auch einer meiner schönsten Messer hier. Da eine ältere Säge und Ersatz. Wasserbehälter ist eigentlich auch mal geschickt, wenn man wo länger verweilt. Mal eine, das kommt auch unter Sonstiges. Hier oder da natürlich noch mal ein kleines Lämpchen. Das möchte ich sehr gerne mal einfach ausprobieren. Ist bestimmt sehr geschickt. Ohne Strom kann man bohren. Noch eine Decke. Habe ich hier auch noch so Kühlboxen. Habe ich mal von meiner Schwester geschenkt bekommen. Auch mit einem Kühlakku dabei. Dann hier auch noch mal so eine kleinere. Gerade jetzt im Sommer natürlich sehr angenehm. Jetzt einfach mal bei Kochgeschirr mit rein. Ziemlich voll hier. Vielleicht sollte ich das dann noch mal ganz speziell trennen. Schnüre, Seile. Einige Reste für Paracord, Isomatte, aber die ist dafür natürlich nicht geeignet. Ist nur, wenn man halt so campen geht, eher. Meine alte Kamera, die werde ich demnächst auch nochmal mitnehmen, weil die einfach so geschickt ist, von der Handhabung her. Dann hier Ersatzbatterien, gerade für mein Funkmikro. So, bei diesen Sachen habe ich das jetzt einfach so gelöst, dass ich einfach hier den Karton auch hier oben zugeklebt habe. Ja, insgesamt war das natürlich noch lange noch nicht alles, aber der Anfang ist zumindest mal gemacht.